So, erste Wertung am Schwebebalken war Christina Bonders 9,862. Nächste ist nun Natalia Laschanova aus der Sowjetunion. Beginnt mit Salto vorwärts auf den Balken. Schöner hoher Strecksalto rückwärts. Sehr sicher bisher. Und zwei schnelle Flickflacks, Doppelsalto. Natalia Laschanova aus Riga. Oh, eben höre ich über den Hallensprecher, dass sie offensichtlich in den letzten Tagen unter Zahnschmerzen litt und jetzt von zwei schmerzhaften, schmerzenden Backenzähnen befreit wurde offensichtlich. Hier noch einmal dieser wunderschöne gestreckte Salto. Und der Abgang. Ja, das ist eine offensichtliche Rückfläche. Sie bekommt eine 9,9.